Niemand konnte vorhersehen, dass eine Turnerin jemals eine solche Perfektion erreichen würde. Als sie die 10 erringt, zeigt die Anzeigetafel eine 1 an. Eine Turnerin triumphiert und eine Stadt wird zum Mythos. Niemand in Onesti hat es vergessen, schon gar nicht Comaneci's Mannschaftskameradinnen. Luminica, Liliana und Aurika haben mit Nadia ihre Kindheit an den Turngeräten in der Sporthalle von Onesti verbracht. Heute leitet Liliana einen Gymnastikclub in der Innenstadt. Luminica und Aurika sind Trainerinnen geworden. Ihre mit den Jahren vergilbten Alben und Fotos sind auch Erinnerungen an harte Arbeit und an den Traum von Ruhm an der Seite der Comaneci, auf den Siegerpodesten in aller Welt. Nadia hat Rumänien aus seinem Schattendasein herausgeholt. Wir haben damals im Kommunismus gelebt und durch Nadia, die sehr begabt war, bewiesen, dass sie der Stolz eines ganzen Landes sein konnte. Für uns war und bleibt sie eine große Entdeckung. Für Rumänien und das rumänische Volk. Es war unglaublich. Ich gehörte nicht zum Wettkampfteam, ich war nur Ersatzturnerin. Ich saß auf der Tribüne und habe die ganze Spannung hautnah miterlebt. Als es die erste 10 gab, stand ich neben dem Stufenbarren. Als ich die Ziffer 1 sah, wusste ich gleich, dass es nicht die Ziffer 1 sein konnte. Das war unmöglich. Warum hätte sie diese Note bekommen sollen? Es konnte nur eine 10 sein. Und dann diese große Stille, die Verwirrung. Das Publikum verstand es nicht. Und schließlich der Freudenausbruch. Die 10, das war ein unglaublicher, außergewöhnlicher Moment. Davon kriege ich doch immer eine Gänsehaut. Ich erinnere mich genau daran. Ich habe geweint, gelacht, bin hochgesprungen. Es war unglaublich. In Onesti blieb die Zeit stehen. Mehr als 20 Jahre nach Comanecis Glanzleistung erhält die Stadt die Erinnerung an ihre glorreiche Vergangenheit aufrecht. Alles trägt hier den Namen des Stars. Die städtische Schule, eine Buslinie und natürlich die Turnhalle. Luminica, die in Comaneci's Schatten blieb, trainiert heute die Junioren in dieser geschichtsträchtigen Turnhalle. Onesti hat sich seiner Vergangenheit immer würdig erwiesen. Bei jeder Olympiade liefert dieses Ausbildungszentrum neue Medaillenanwärterinnen und kann stolz darauf sein, mehrere Dutzend Meister hervorgebracht zu haben. Nadia Comaneci und ihr Mentor Bela Karoli haben hier weit mehr als nur Titel hinterlassen, nämlich ein Know-how, das weitergereicht wird, eine Methode und einen Arbeitskodex, den die ganze Welt nachahmt. Ich habe viele Erinnerungen an die Zeit mit Nadia Comaneci. Wir haben hier ganz jung bei derselben Trainerin und in der gleichen Mannschaft angefangen. Es hat schwierige Zeiten gegeben, schöne, aber sehr schwere Stunden. Kunstturnen, das bedeutet viel Mühe, viel Arbeit und viele Opfer. Keine Zeit zum Spielen, eine Kindheit gibt es nicht. Alles besteht nur aus Arbeit. Es gibt angenehme und auch unangenehme Erinnerungen, aber ich möchte sie mit niemandem tauschen. Wenn ich alles nochmal von vorne machen müsste, würde ich es wieder so machen. Wie in allen Sportclubs löst auch in Onesti eine Gruppe von Sportlerinnen die nächste ab. Die Nachwuchstalente des rumänischen Kunstturnens trainieren unter dem riesigen Mosaik von Nadia Comaneci in der Hoffnung, dass auch sie bei den nächsten Spielen 2004 in Athen diese Perfektion erreichen. Nadia hat die Perfektion erreicht. Aber Tatsache ist, dass sich das Kunstturnen weiterentwickelt hat.
Die Übungen werden immer schwieriger. Und für diese kleinen Mädchen ist es heutzutage schwer, die Perfektion zu erlangen. Das ist meine Meinung. Wir versuchen natürlich dahin zu kommen, indem wir die artistischen Höchstschwierigkeiten trainieren und einen hohen ästhetischen Maßstab anlegen. Jedenfalls tun wir unser Möglichstes, um die besten Wertungen zu bekommen. Die Besten wollen sie sein. Und der Preis dafür? In Rumänien sind die Körpermaße für eine Meisterin genau festgelegt. Die Turnerinnen müssen zierlich sein und ihr Gewicht wird täglich überwacht. Ein paar Gramm zu viel und in der überheizten Halle wird der Anorak angezogen. Das Training geht weiter. Auch ein Gipsbein bedeutet nicht, dass man bevorzugt behandelt wird. Selbstverständlich gibt es Freudentränen, aber auch Tränen der Anstrengung und wegen der harten Arbeit, die wir fordern. Sie sind schon sehr streng, aber das ist zu unserem Besten, damit wir ganz nach oben kommen. Nur das wollen Sie. Seit 2 Jahren trainiere ich in Onesti. Dieses Sportzentrum kennen alle in Rumänien. Es ist ein nationales Zentrum, so wie das in Deva. Wer hier gut ist, kommt nach Deva. Dort ist die Basis. Von dort aus geht es zu den Olympischen Spielen und zu den Weltmeisterschaften. Es ist mein Traum, nach Deva zu gehen. Und wenn ich dorthin komme, dann will ich die Beste werden. Von der mythischen Turnhalle zum nationalen Trainingszentrum. Der Traum von einer perfekten Laufbahn. Das Sportzentrum in Deva im Herzen Transsilvaniens ist die Fabrik, in der die rumänischen Meisterinnen produziert werden. Deva, dieser Name kommt nur zögerlich über die Lippen und dann mit allem gebührenden Respekt. Es handelt sich um eine Sporthochschule, die seit 1978 das nationale Kunstturnzentrum beherbergt. Mit gedämpften Schritten hält die rumänische Nationalmannschaft Einzug in die prunkvolle Turnhalle von Deva. Jeden Morgen um 8 Uhr beginnt das gleiche nahezu militärische Ritual. Die Sportschülerinnen stellen sich nach der Größe auf, dann folgt der Gruß und das Aufwärmen kann in aller Stille beginnen. Hier herrscht Strenge und Disziplin. Unter den wachsamen Augen der Trainer üben die besten Turnerinnen mit der Beharrlichkeit von Robotern. Trotz einer Armverletzung unterwirft sich Andreea Raducan, der neue Stern am rumänischen Turnerhimmel, Weltmeisterin und Medaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen in Sydney, den 6 täglichen Trainingsstunden. Sie wiegt 37 Kilo bei einer Körpergröße von 1,48 Meter und ist mit ihren 17 Jahren der Kapitän der Nationalmannschaft. Eine Mannschaft, die technische Perfektion zeigt, dabei jedoch als seelenlos gilt. Es ist sehr schwer, als Turnerin an den 4 Geräten gleich gut zu sein. Ich denke, mir ist das gelungen und darüber freue ich mich sehr. Was weiß ich, vielleicht kommt es vom Wettkampfstress. Jeder konzentriert sich auf das, was er zu tun hat. Und vielleicht wird man gerade in dem Moment so blass im Gesicht und spürt diese Spannung. Aber jedes Detail hat seine Bedeutung. Und beim Wettkampf muss man sich verkaufen können, denn darauf hat man ja schließlich hingearbeitet. So ist es doch.